Heute wollen wir mal über Gaming Capture Karten sprechen, was das genau ist, wie das funktioniert und wieso meine Erfahrungen damit sind. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir im November roundabout zum Geburtstag eine Nintendo Switch geleistet und das Gameplay wollte ich zunächst mit euch teilen. Da habe ich erst zwei, drei Folgen gemacht von Zelda und Super Mario Bros., der neue Teil von Anfang an. Habe das direkt vom Bildschirm abgefilmt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das keine allzu professionelle oder befriedigende Lösung ist. Und dann habe ich mir beschlossen, eine Gaming-Capture-Card zu kaufen. Und hier habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ich glaube, so der, ja, weiß nicht, ob das der Marktführer ist, aber so, ich sag mal, bewährte Qualität gibt es von Elgato. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt speziell das Richtige ist, aber das klingt schon mal gut. Streamen und aufzeichnen in 1080p Auflösung 60 FPS, HDR oder 4K-Auflösung mit 30 FPS mit ultraniedriger Latenz auf PS5, PS4 und so weiter und so fort. Kompatibel mit PC und Mac vermutlich. OBS, wer nicht weiß, was OBS ist, das ist das Open Broadcast Studio. Damit kann man irgendwelche Streams verschönern, zum Beispiel bei Twitch und so. Das ist ein recht umfangreiches Programm, das ich an der Stelle jetzt nicht ausführlich erklären will, aber man kann sich da relativ schnell einarbeiten. Das habe ich auch gemacht und kommt damit dann auch relativ schnell zu einem guten Ergebnis, aber eins nach dem anderen. Das ist die Firma Elgato. Ihr seht auch, das Ganze hier ist nicht ganz billig. 120 Euro, 170 Euro roundabout. Da gibt es noch mehr Sachen, auch von anderen Anbietern. Das hier ist im Prinzip alles das Gleiche und da gibt es große Preisunterschiede, weil ihr seht, dass hier sowas Ähnliches für nur 25 Euro zu haben ist und das ist auch nicht wesentlich schlechter bewertet wie eben die Elgato-Lösung. Naja gut, also speziell das hier ist schon ganz gut bewertet. Wenn ich mir das so ansehe, die hier nicht ganz so gut, ne? Kostet aber auch immerhin 80 Euro. Also soll hier eigentlich gar nicht um Elgato gehen. Es geht hier vielmehr um eine andere Capture-Karte, nämlich die hier. Die habe ich mir gekauft. Das seht ihr auch hier oben. Am 6. November kam dann zwei, drei Tage später an. Die Capture Card, Videoaufnahmekarte mit Mikrofon, 4K, HDMI, Loop Out, 1080p, 60 FPS, Videorekorder für Spiele, Livestreaming, Videokonferenzen. Funktioniert für PS4, Xbox One, OBS, Kamera, PC und eben auch mit Nintendo Switch und eben auch unter Unix, Android, iOS, was weiß ich. Also super Sache. Schauen wir uns mal kurz an. 25,99 hat mich das circa gekauft. Kostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte da noch 2-3 Euro Rabatt bekommen. Ja, hier gibt es Infos zu dem Artikel. Die könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das möchtet. Das ist ganz furchtbares Deutsch, wie so oft bei Amazon. Ich kann euch mal beispielhaft einen Satz vorlesen. Die TKHIN Game Video Capture Karte ist mit einem High-End Smart Chip ausgestattet, der durch eine anständige Aluminium-Legierungsschale elegant und kompakt ist, was auch immer das bedeutet. Unterstützt bis zu 4K, 60 FPS, bla bla bla, weitreichend kompatibel mit mehreren Systemen und so weiter und so fort. Wie man den Bewertungen teilweise entnehmen kann, stimmt das alles gar nicht. Bei mir kam tatsächlich auch kein 4K-Signal an. Was aber logisch ist, ich glaube, die Switch gibt eben auch kein 4K-Signal aus. Ich kann das dann aber in 4K an OBS ausgeben, obwohl das Eingangssignal gar nicht 4K ist. Irgendwie so. Also den Bewertungen habe ich entnommen, dass das alles nicht so ganz stimmt und dass hier in der Regel nie 4K ankommen, auch nicht bei einer PlayStation oder sonst was. Nur die Ausgabe ist in 4K. Ach, ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls hat das Ganze dann doch mehr oder weniger funktioniert. Schaut euch das hier mal an. Das ist ein Beispiel-Setup. Hier geht also die PlayStation rein. Aus irgendeinem Grund geht hier ein Switch-Signal raus. Komplett unlogisches Beispiel, by the way. HDMI Video Capture Card. Hier nochmal kurz die Facts zusammengefasst. Hier sehen wir, wie das Ganze angeblich angeschlossen werden soll. Also die Switch geht rein. Das Ganze geht am Monitor wieder raus.
Das hier wird live gestreamt und dann kann man dann nochmal an einen anderen Monitor rausgehen. Ich kapiere es nicht so ganz, wie das hier eigentlich gedacht ist. Und ich muss dazu sagen, da war eine kryptische Anleitung dabei, die halt aus lauter Icons und Zeichnungen bestand. Und aus der bin ich nicht so richtig schlau geworden. Die war qualitativ in etwa genauso gut wie die Beschreibung des Geräts hier. Hochleistungschip, Ult-HD, klares Bild. Breite Kompatibilität, wählen Sie die Capture Card, bla bla bla. Ja, und deswegen habe ich das Ganze also anders gemacht. Ich habe einfach ausprobiert, wie es denn jetzt funktionieren könnte. Ich versuche euch das mal kurz zu erklären. Und zwar ist das hier jetzt die Capture-Karte, die ist ziemlich klein, wie ihr hier sehen könnt. Ich hoffe, man kann das sehen. Und da ist einfach ein USB-Kabel dran. Das geht direkt in den PC. Also so habe ich die Sache einfach gelöst. USB-Kabel. Hier haben wir noch Mikro und Kopfhörer, Ein- oder Ausgänge, weiß ich nicht genau. Beides wahrscheinlich. Und auf der Rückseite haben wir dann zweimal HDMI, einmal Input und einmal Output. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Capture-Karte an meinen PC angeschlossen, habe dann bei HDMI Input einfach meine Switch angeschlossen und habe das Ganze dann per USB-Kabel das Signal wieder zurückgeleitet eben an meinen PC. Habe dann per OBS Studio, dass man sich wie gesagt kostenlos runterladen kann, das Ganze so eingestellt, dass ich das Switch-Signal eben direkt in OBS Studio sozusagen eingeblendet habe. Also ich habe dann die Switch innerhalb von Windows in einem Fenster von OBS Studio zocken können und konnte das dann gleichzeitig aufnehmen mit der OBS-Aufnahmefunktion. Das hat ganz gut funktioniert für ungefähr 2 bis 3 Folgen meiner Gameplays und irgendwie hat sich das aber die ganze Zeit komisch angefühlt aus irgendeinem Grund. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Irgendwie war das Signal von der Switch nicht so gut, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also auf dem Fernseher hatte ich ein viel klareres, ruhigeres Bild, grafisch auch stabiler und besser irgendwie als unter OBS dann. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Ich habe das dann nach und nach ein bisschen eingestellt. Also ich habe das Gefühl, irgendwas war mit den Frameraten nicht in Ordnung. Irgendwas hat da immer nicht gepasst. Trotzdem hat es ganz gut funktioniert. Deswegen habe ich das weiterlaufen lassen, habe noch die ein oder andere Folge aufgenommen. Und das Ende vom Lied ist dann gewesen, dass der PC, während ich Zelda gespielt habe, immer langsamer wurde. Auch das Bild hat irgendwie angefangen zu ruckeln. Die Capture-Karte wird übrigens auch ziemlich warm während der Benutzung. Und dann ist mir letztendlich irgendwann mein Bild eingefroren. Der ganze Computer ist immer langsamer geworden. Der ganze Computer ist eingefroren. Ich habe dann irgendwann panisch die Power-Taste gedrückt, 10 Sekunden lang. Das ist der Notaus sozusagen. Es ging wirklich gar nichts mehr. Kein Taskmanager, keine Reset-Taste etc. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann mein BIOS nicht mehr gebootet. Das hat nicht mehr gestartet, mein Windows. Die Festplatte war irreparabel beschädigt. Das Ende vom Lied. Ich musste meinen Computer wegbringen zu einem Experten. Ich verstehe leider nichts von Hardware. Und der hat mir eine neue Festplatte eingebaut. Dann habe ich mir nochmal die Aufrufzahlen der bisherigen Folgen von Zelda und Super Mario angesehen. Habe beschlossen, das interessiert sowieso keinen. Oder habe das erkannt vielmehr, dass das sowieso keinen interessiert. Und daraufhin habe ich die Serien gelöscht. Ich habe auch mit meinen anderen Serien schon genug zu tun, ganz davon abgesehen. Und ich möchte das Ding jetzt nicht mehr an meinen Computer anschließen. Letztendlich weiß ich gar nicht, woran es lag. Vielleicht wäre der Computer sowieso kaputt gegangen. Möglicherweise war mein OBS nicht richtig eingestellt. Vielleicht ist das Ding hier aus China aber auch einfach Schrott für knapp 26 Euro. Ich möchte es jedenfalls nicht mehr an meine Computer anschließen. Insofern ist das vielleicht kein allzu objektiver Test hier, weil ich letztendlich auch nicht sagen kann, ob das Ding schuld daran ist, dass meine Festplatte kaputt gegangen ist. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung, hinterlasst mir gerne mal entsprechende Kommentare. Ja, ansonsten war das hier ein Fehlkauf insofern und darüber wollte ich euch kurz informieren. Ihr seht hier auch in den Nutzerbewertungen eben, dass verschiedene Angaben angeblich nicht stimmen.
Auch hier zum Beispiel, wenn man sich nur mal die Überschriften durchliest. Macht euch selber ein Bild, hinterlasst mir gerne, wie gesagt, Kommentare, konstruktive. Was benutzt ihr für Software? Was benutzt ihr für Streaming-Tools? Gerne ein Abo oder ein Like dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.